Servus zusammen und herzlich willkommen zurück zu Deinfected. Leute, wie versprochen, hole ich euch hier wieder ab und wir machen weiter mit unserem kleinen Städtle-Loot-Ausflug. Ich habe überlegt, wenn wir daheim sind, bauen wir uns erstmal oder schauen wir erstmal, ob wir uns noch eine bessere Hose bauen können, gerade die Winterhose. Einfach damit mir. Oh, 10 Nägel, geil. Einfach damit mir ein bisschen unsere Temperatur im Griff habe. Und nicht komplett schutzlos rumlaufen. Aber das machen wir natürlich erst später, wenn wir hier durch sind. Die Hose nimmt so viel Platz weg. Naja. Naja, naja. Wegwerfen will ich sie jetzt auch nicht. So. Guck mal, ein Spaziergänger. Was war das? Der ist ausgewichen. Hallo, entdeck uns mal. Dann halt nicht. Und er gibt uns einen Pfeil. Nice. Wie sieht's denn hier aus? Kann mir jemand bitte den Putz an die Wand machen, bitte? Schiene werden wir jetzt heute hoffentlich nicht brauchen. Ich hoffe einfach, dass kein Vampir kommt, der uns aufs Dach knallt. Knallt. Nee, Fett wollen wir keins mitnehmen. Knochen wollen wir auch keiner mitnehmen. Kohle schon. Kohle ist gut. Jetzt hier hoch? Ja. Fast übersehen. Boah. Da ist wieder Treibstoff. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Allein für den Treibstoff schon. Es war eine super Idee, ohne mich selbst loben zu wollen. So, haben wir alles? Ja, alles, was sich stapeln lässt, haben wir drüber. Der Platz wird natürlich langsam ein bisschen eng. Da läuft schon wieder Vampi. Also die respawnen anscheinend auch. Da, 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 da. Headshot. Und 6 Sand. Cool, ey, cool. Hat gedacht, da steht ein Buch im Regal. Könnte natürlich immer sein, dass ich mir was übersehen habe und dass ich was übersehen habe. Da bin ich mir jetzt nie so sicher. Federn gehen auch ab. Das ist ziemlich gut. Okay, das war's hier, oder? Jetzt brauchen wir keins. Kühlschrank können wir leider nicht mitnehmen. So. Kriegen wir dann Platzprobleme? Oh, und da vorne ist eine Wassermelone. Die packen wir natürlich ein. Ganz schön großes Dorf. Oh, Elektrikteile. Eine Seltenheit. Jetzt sind wir überladen. Das ist nicht gut.
Immer noch überlade. Ja. Was machen wir denn da? Wiege die Kartoffeln. 0,5. Egal, was weg ist, ist weg. Ein bisschen Gewicht reduziere ist besser als kein Gewicht reduzieren. Hohoho. Spiel meint es tatsächlich relativ gut mit uns. 13 Nägel. Echt gut. Da waren wir schon, da ist der Bampi. Ich glaube, das war sogar gewesen. Kann das sein? Die Lagerhalle dahinter noch. Ja, ist gut. 3 Leben. Der Loot ist einfach. Einfach sehr gut. Noch mehr Leben. Aber halt trotzdem irgendwie immer noch Hoffnung, dass hier Tech-Buch rumsteht. Ja. Übersehen habe. Aber Spiel sagt nein. Mal, ich brauche jetzt nicht unbedingt. Wie Uhr haben wir denn? 13 Uhr. Ole hat keinen Platz mehr. Oh, sorry, Eisherz lassen wir nicht liegen. Aber dann weg. Die 2 Sand. Eine Ballade. Ja, dann müssen wir jetzt doch langsam mal zurück. Hier ist nix. Triff sie nicht. Wow. Die gehen ja ab wie Schmitz' Katz. Nochmal Nägel. Und sie nix. Das war jetzt sogar die Stelle, wo sie uns letztes Mal aufs Dach katapultiert habe. Kann das sein? Immer schon 5? Tatsächlich. Also Leute, der Loot-Ausflug war Gold wert. Aber ich kann es nicht lassen. Ich muss reingucken. Vielleicht ist ja noch mal irgendwas Cooles drin. Organat Siegel. Plastik. Federn. Ja, diese Federn brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Nur noch irgendwas wegesse. Einfach das Fleisch rausknalle. Nochmal Federn. Ja, komm, nimm mit. Mechanikteile. Jetzt haben wir Thema am Laufe. Die. Das ist ein Eisenbarer. Ach ja, jetzt ist natürlich wieder
Guter Rat, teuer. Gehen wir da hinten noch kurz rein. Die würde ich jetzt halt schon gern mitnehmen. Und wenn man die rauswerfe, das darüber mache, die Federn darüber. Aufsammeln. Jetzt können wir das Oberrohr aufsammeln, oder? Ach, die Kante hier. So, perfekt. Plastik. Hat nichts mehr rüber machen. Kein Platz so für nichts mehr. Ich schaue trotzdem noch in die Halle hier kurz rein. Das geht nicht. Nochmal Mechanik und nochmal Eiserz. Und schon wieder überladen. Esse und schmeiß die Fleisch raus. Das können wir uns ja jederzeit wieder nachjagen. Den Treibstoff. Das wird auch rüber. Das wird ins Inventar. Nochmal Eisenerz. Das gibt's doch gar nicht. Und dann lassen wir die echt da dafür. Federn. Okay, das war's, Leute. Vielleicht. Oh, leck. Richtiger Fernschuss. Wo versteckst denn du dich? Bleierz. Bei Eisebrocke. Ja, aber ganz ehrlich, das sind ein paar Steine. Das tut jetzt nicht so weh. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zurück. Machen wir uns auf den Heimweg. Schön sieht's ja aus, Mitte im Wald. Irgendwie idyllisch. Wir kommen zurück, jeder Menge Loot. Mehr Federn. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Haben wir auch gar keine Chance. Gleich sind wir zu Hause.
Wisst ihr, was man auch schon lange nicht mehr gemacht habe? Nach unserem Wintergarten geschaut. Den haben wir komplett vernachlässigt. Wie spät haben wir es? Kurz vor 4. Weißt du was? Ja, ist ja gut, beruhig dich. Mach den mal an. Da sind die drei. Die können wir so nehmen. Kevlar kann rüber. Ich hätte gern hier auch noch Mechanikteile drin, genau. Da haben wir sowas. Dann macht das rüber, das rüber. Die drei rüber. Da sind ein Haufen Federn drin. Hier sind die Nägel. 26 Nägel sind natürlich auch krass. Ist Platz? Nö. Die können wir aber auf die andere Seite machen. Machen wir die Verbände mal darüber. War das mal so, das Plastik da rein. Halt, nee. Plastik machen wir da oben rein. Zu den anderen Reren. Jetzt kommt dahin. Sehr gut. Dann gib uns mal das hier alles. Perfekt. Der läuft. Dann gib mal das alles her, das alles her. Das hier. Boah, haben wir Sache. Talg. Nirgends Talg. Doch, da. Die darüber. Die Dose. Und hier. Guckt euch das an, absolutes Träumen, oder? Halt, stopp, stopp, stopp. Gib den wieder her. Und gib einen davon her. Ich möchte mal schnell schauen. Genau. Ein Stahlbarer möchte ich nämlich noch herstellen. So. Die Eisenbarre da rein. Daraus machen wir Ausstahl. Die kommen auf jeden Fall mit hier rüber. Das kommt mit. Die Elektrikteile kommen gleich zu den anderen. Jetzt haben wir 8 Elektrikteile, 4 Mechanikteile. Müssen wir gleich mal gucken, was wir damit anstellen können. Das kommt da rein, das kommt da rein. Dann hätte ich gerne noch einen Stahl. Sehr, sehr gut. Dann kann der mal wursteln. Die Hose kommt natürlich da sofort wieder raus. Die verbraucht viel zu viel Platz. Zur Hose, der Helm ist fast kaputt. Der Helm ist fast kaputt. Cargohose, 6 Tücher. Haben wir keine, gell? Ich habe nur 4.
Sechs Tücher. Und mehr. So. Dann haben wir jetzt einmal hier die Hose für den Winter und einmal die Hose für den Sommer. Ach nö, oder war das die Cargo-Hose? Ne, Schneehose. Ah, die bringt minus 4 Hitze, jawohl. Dann brauchen wir eigentlich nur noch Tuch und Kevlar. Tuch und Kevlar. Ja, das machen wir uns, wenn wir endlich den Webstuhl habe. 10 Stück und 2 Feuerholz, dann wäre das Fenster fertig. Lehm haben wir genug. Sand haben wir genug. Können wir darüber machen. So. Gehen wir hier dazu. Okay, perfekt. Was fehlt hier noch? Ein paar Bretters und ein paar Nägels. Nochmal Lehm. Cool. Und er extrahiert hier fröhlich Lehm. Ah ja, schon 4 Lehm. Hier ist was rumküpft, habt ihr das gehört? Alles schon Reh. Okay. So, 6:10 Uhr. Energietechnisch sind wir noch gut aufgestellt. Durchstarter ein bisschen. Schauen wir mal kurz hier nach dem. Junge, ist da Eise drin. Da ein Öl rein. In die Richtung möchte ich zum Alu. Spezialist. Wird jetzt die Ausdauer wieder ausgehen. Mal kurz langsam. Ja. Sommer, Juli, Sommer haben wir im Moment. Das merkt man an der Temperatur. Ja, guckt euch das an. Bestimmt überladen. Ah ja, das war klar. Lass mal halt ein bisschen was da. Okay, das geht nicht zurück. Jetzt. Haben wir bisher immerhin 3 Alu haben wir noch in der Hinterhand. Es wäre irgendwie cool, wenn man so Förderbänder oder so hätte. Die dann das Material aus der Extrahierer direkt ins Lager bringen oder so. Irgendwie sowas, das halt automatisiert ist. Ja, ziemlich cool. Aber dafür ist das Spiel halt nicht ausgelegt. So. Können wir hier unser Alu durchhauen? Zack. Zwei Kupfer geben wir da auch dazu.
Die Kohlekiste wird auch immer voller statt leerer, das ist auch sehr gut. Lass uns mal noch zwei Steine da reinhauen, dann können wir den hier auch gleich verarbeiten. So. Drei Lehm. Mal Lehm reinkauen, hier. Haben wir schon neun. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. So, dann pass auf, dann gehen wir jetzt noch zu dem Kobalt rüber. Machen da alles leer. Vielleicht hätte man die Kiste mitnehmen sollen. Jetzt hoffen wir einfach, dass wir alles rübergeschleift kriegen. Das gute Essen wollte ich auch schon lange mal aufgesetzt haben, gell? Immer auch noch nicht dazu gekommen. Ist halt auch immer was los in dem Spiel. Durch das an Wahnsinn. Können sogar noch ein bisschen was. Okay, das war ein bisschen was zu viel. Aber haargenau. Ne, das eine. Das eine behalten wir mal noch als Reserve. Oh oh. Wow. Komm her. Take that, Bro. Tut mir leid, zu über die Klippe springen habe zu lassen. Ja, genau. Was ich gerade sage, und so schnell sind wir wieder daheim. Und dann kommst du mit dicke Schnaufe. So, dann pass einmal auf. Nochmal ein Biotreibstoff. Krass. Inventar sogar voll. Problem ist halt, dass uns das trotzdem noch nicht reichen wird. Oh. Stahl und Alubare Regal. 15 Bretter. Hallo, wieder hoch. So. Reicht nicht ganz, gell? 10. Ne. Wie gut ist die Axt noch? Ja, einmal hält sie noch durch. Mindestens. Hoffe ich. Zack. Der ist schon wieder fertig, das ist. Also ich finde es echt Wahnsinn, was der leistet, der Schmelzofen.
Zack, das müsste reichen. Perfekt. Alubarre rein. 1, 2, 3. Sehr schön. Hauen wir trotzdem noch durch. Hier liegt ein Stein rum. Einfach so. Langsam können wir echt sagen, wir haben alles, oder? Alles und das auf Vorrat. Guckt euch das an. Herrlich. So langsam fühlt sich die Lage. Da haben wir die Steine hier noch raus. Unglaublich, je. Unglaublich. Ich bin gerade ein bisschen stolz. 9.16 Uhr. Naja, dann mache ich uns jetzt noch ein paar Ziegel und so. Und dann gehen wir morgen mit Vollgas in die Vampi-Nacht. Hör ich das mal an. 14 Leben schon. Hier, komm. Darfst noch mal ein bisschen. Was ist mit dir? Beine müssen wir auch wieder herstellen. Noch ein Lehm. Ah ja. Warum auch nicht? Was war mit dem hier? Der braucht 6 Stahlbarre. Bedeutet. Und 15 Alu haben wir halt auch noch nicht. Aber so weit weg sind wir von der Stahlbarre auch nicht. Müsste halt nochmal in eine Höhle gehen und uns das Zeug holen. Aber sonst eigentlich alles easy. Wie viel braucht der? Elektrikteile hätte man tatsächlich jetzt sogar, glaube ich, fast. Alubarre fehlen noch 2. Gut, Holzscheit und Bretter haben wir ja schnell zusammen. Aber Elektrikteile bin ich mir gerade unsicher. Hier Troppe Steine, das ist Wahnsinn. So. Elektrikteile wollte mal gucken, gell? Zehn. 8 Stück. Das reicht, oder? Ah ja. Und Alu haben wir auch noch drüber liegen, die müsste man nur holen. Die müsste man nur abholen. Okay, Leute, wissen wir schon, was wir in der nächsten Folge machen. Ganz easy und geschmeidig. Machen wir die Vampi-Nacht. Und wenn die Vampi-Nacht durch ist, gehen wir rüber, holen uns das Alu und bauen uns das Wasserhaus auf. Strom haben wir. Von dem her steht da eigentlich nichts mehr im Weg. Wetter, Holzscheit und so bereite ich vor. Gar kein Problem. Und dann haben wir das Wasserhaus. So machen wir es. Genau so und nicht anders. Ja. Den Herd müssen wir auch demnächst mal noch fertig machen. Alles klar. Dann haben wir schon einen Plan. Und können die nächste Folge direkt durchstarten. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.